Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu den September-Favoriten. Heute möchte ich euch wieder ein paar Dinge zeigen, die ich im September gekauft, benutzt habe und die ich einfach für gut befunden habe. Ich würde sagen, wir sehen uns sofort wieder und bis gleich. Als allererstes möchte ich mit Kosmetik heute starten und zwar mit einer kleinen Lidschattenpalette von der Firma, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Santé oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine Naturkosmetikmarke und ich muss sagen, ich komme irgendwie immer mehr dahin, dass ich Kosmetik verwende, die irgendwie auf natürlicher Basis ist oder auf natürlicherer Basis ist, wie herkömmliche Produkte. Ich habe vorher immer so konventionelle Produkte benutzt, also fast alles, was mir einfach so gefallen hat oder was ich geschenkt bekommen habe. Und jetzt stelle ich aber immer mehr fest, dass es mir immer wichtiger wird, was da drin ist, was ich mir also auf die Haut schmiere. Und ich muss sagen, es ist manchmal gar nicht so leicht, gute Naturkosmetikprodukte zu finden, wenn man irgendwie konventionelle Produkte gewöhnt ist. Man muss ja auch schon ein gutes Resultat haben. Ich finde, es reicht nicht, dass man Naturkosmetik hat, sondern es muss auch einfach ganz gut aussehen. Die Produkte müssen einfach gut funktionieren, auch im Alltag. Aber diese Palette fand ich ganz schön. Es ist so ein Eyeshadow Trio. Ich habe hier diese Verpackung extra mal aufbewahrt, damit man das besser vielleicht wiedererkennen kann. Und zwar ist das die Nummer 2. Und ich fand das wirklich ganz schön, weil es ist so ein kleines Etui, wie es so oft ist. Dann öffnet man das. So. Und dann zeige ich das mal. Diese Farben finde ich ganz schön. Einmal ein dunkles Braun, ein lila Ton und einen sehr hellen Ton. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt schon wirklich ein paar Wochen benutzt und ich fand es einfach ganz toll. Ich benutze diesen Applikator hier nie. Ich benutze irgendwie immer die Finger beim Auftragen und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Die Lidschatten, das deckt alles gut ab und man muss da nicht stundenlang irgendwie ein paar Schichten auflegen, sondern man kann sich ganz toll schminken, finde ich, ohne dass es irgendwie Komplikationen gibt. Und ich finde es auch sehr gut. Was ich immer wichtig finde, ist, es riecht auch nicht, weil manchmal riecht das so süßlich oder so parfümiert, das mag ich überhaupt nicht. Also das kann ich wirklich empfehlen, ein sehr schönes Produkt. Preis schreibe ich dir in die Infobox. Ich glaube, es war jetzt 9,29 Euro ungefähr. Aber ich gucke nochmal genau nach und schreibe dir auch die Preise in die Infobox. Das kann ich wirklich empfehlen, diese kleine Lidschattenpalette. Gefällt mir sehr gut und das muss ja auch dann mal gesagt werden. So, als zweites, es ist ja wieder kälter geworden draußen, definitiv. Und ich finde, habe ein Produkt gefunden, was ich ganz toll verwenden kann. Und zwar ist das Honig und Chai. Das ist ein Honig, den man in den Tee tun kann. Der ist so gewürzt mit einer Gewürzmischung, Ingwer, Pfeffer, Zimt und Kardamom und Nelken und Sternanis. Und das riecht wirklich ganz fantastisch. Also es ist ein gewürzter Honig, den man für Tee verwenden kann, gerade für Chai-Tee. Ich trinke auch super gerne schwarzen oder Rooibos-Tee mit, mit geschäumter Milch, mit ein bisschen Zimt. Und da kommt das total gut und ich finde es total klasse. Riecht super, ist irgendwie schon so ein bisschen weihnachtlich, aber kann man irgendwie nicht genug, früh genug haben, finde ich. Und Gemütlichkeit geht ja immer. Und abends dann mit einem schönen Tee, der so ein bisschen nach Gewürzen riecht, mit diesem Honig drin, finde ich sehr lecker und ein sehr gutes Produkt. Ist ein Bioprodukt von Allos, habe ich aus dem Bioladen. Preis schreibe ich dir auch runter in die Infobox und fand ich total gut. Ja, jetzt kommen wir wieder zu einem Kosmetikprodukt. Ja, wie sollte das auch anders sein? Ja, vor kurzem war mein Lippenstift alle und ich hatte einen ganz tollen Lippenstift von Shiseido. Den fand ich sehr, sehr toll. Der hat auch irgendwie ein paar Jahre gehalten und ich habe mich irgendwie dann zwischendurch mit Lipgloss, ja, irgendwie über Wasser gehalten, kennt das ja. Und ich hatte auch nicht die Zeit, irgendwie mich mit verschiedenen Produkten auseinanderzusetzen. Und da ich zwei Kinder habe, war ich irgendwie nicht in Ruhe bei Douglas und das war alles ein bisschen schwierig. Dann musste ich irgendwie schnell in die Drogerie und ich habe gesagt, ey, jetzt muss ich meinen Lippenstift haben und wollte mir einen kaufen. Und da gibt es ja auch nicht so viele Sachen und ich habe mir jetzt von Alverde einen Lippenstift gekauft, wo ich überrascht war, dass der wirklich ganz toll ist. Also ich habe mir so ein Rot gekauft, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ein Rot, ist so ein bisschen matt, aber auch nicht zu doll und fand ich echt toll. Für 2,29 Euro habe ich überhaupt nichts erwartet. Ich dachte, hey, schmier ich mir ein paar Mal auf die Lippen und dann bleibt er wahrscheinlich eh liegen. Aber ich wollte mal was Neues haben und ich wirke auch sehr schnell immer etwas blass, auch im Herbst. Und dann dachte ich mir so ein bisschen was auf die Lippen für morgens, damit man ein bisschen frischer aussieht. Ist immer ganz gut. Und ich war ganz überrascht, dass dieser Lippenstift wirklich
gut funktionieren. Also ich finde, habe ihn jetzt auch so ein bisschen drauf, sieht man so ein bisschen, aber nicht so doll. Also ich habe ihn jetzt nicht so ganz doll drauf gemacht, weil ich finde es toll, man kann es wirklich ganz stark machen, es ist so ganz rot. Man kann es aber auch ein bisschen abnehmen, ein bisschen verwischen, dann ist er dezent. Und ich finde es toll, dass der wirklich lange drauf bleibt. Also hätte ich gar nicht gedacht für so günstiges Produkt, auch ein Naturkosmetikprodukt von Alverde. Ich war ganz überrascht. Ich schreibe dir nochmal die genaue Nummer und den Preis auch in die Infobox. Ja, 229, glaube ich, habe ich dafür bezahlt. Also wirklich total gut. Und ich muss sagen, ich werde jetzt mal nächste Woche nochmal zwei, drei andere Lipgloss oder auch Lippenstifte von Alverde probieren, weil ich war ganz überrascht, dass es für diesen Preis schon so einen ganz guten Lippenstift gibt. Weil ich finde es einen Unterschied, ob man irgendwie 23 oder 25 Euro zahlt oder halt 3, 4 Euro, ne? Also, aber teure Lippenstifte sind meistens schon besser. Meine Erfahrung, ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr habt, aber ich war ganz begeistert, für wenig Geld einen schönen Lippenstift zu bekommen und wollte es euch dann gleich erzählen. So, als nächstes, weg von der Kosmetik, eine ganz andere Riege sozusagen, kommen wir zu den Haushalt. Kommen wir zum Haushalt, super interessant. Und zwar habe ich dies hier ergattert. Und zwar ist es ein Waschball, wo man Wäsche ohne Waschmittel waschen kann. Und ich war ein bisschen skeptisch und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, was ist das denn? Okay, ohne Waschmittel Wäsche waschen. Finde ich interessant, weil Waschmittel ist immer so eine Sache, wie ich finde, stark parfümiert oft. Naja, man will nicht wissen, was da so alles drin ist. Wenn man empfindliche Haut hat oder kleine Kinder zu Hause, achtet man wahrscheinlich vermehrt auf die Waschmittelmarke. Jedenfalls war ich schon öfter mal auf der Suche nach einem guten Waschmittel, irgendwie was ein bisschen schonender ist. Habe ich auch alles gefunden, war auch zufrieden. Aber das fand ich interessant. Waschen ohne Waschmittel, funktioniert das wirklich? Ich werde demnächst nochmal ein Video darüber drehen. Ich habe jetzt schon total viel mit dem Waschball gewaschen. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe natürlich immer noch Waschmittel im Haus, aber der Waschball wäscht wirklich klasse. Ich mache darüber noch ein extra Video, weil das kann man wirklich auch nicht so schnell abhandeln, wie das alles funktioniert. Und ja, der kostet irgendwie 17,95 und habe ich online bestellt. Den Link tue ich dir auch in die Infobox. Fand ich eine ganz tolle Sache. Ich werde das Video jetzt bald abdrehen, damit ich euch erzählen kann, wie das so funktioniert und was man damit überhaupt so für Wäsche waschen kann. Ich bin begeistert. Ich benutze jetzt bei jeder 10. Maschinenladung nochmal ein bisschen Waschmittel, um sicher zu gehen, dass wirklich alles super sauber wird. Ist aber nur für meinen Kopf. Es wird alles super sauber. Ich bin total begeistert und habe meinen Waschmittelverbrauch tierisch reduziert. Und wie gesagt, das Video folgt bald, weil ich möchte dem Waschball ein ganzes Video widmen, weil ich finde, das hat er verdient. Als allerletztes, ja, wieder ein bisschen Gemütlichkeit. Und zwar ist dieser Tee ganz lecker. Ist ein purer Rooibos-Tee von der Firma Ökotopia. Ich bin ein großer Fan von Bioprodukten, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und dieser Tee ist ein loser Tee, den hatte ich auch schon relativ häufig. Aber immer, wenn es jetzt kälter draußen wird, verkaufe ich vermehrt Tee. Dann schlage ich irgendwie vom Kaffee ein bisschen mehr auf Tee um, weil ich das einfach gemütlicher finde. Und dazu passt natürlich dieser Honig mit diesem Gewürz total gut. Und das ist wirklich ein ganz, ganz purer Rooibos-Tee aus Südafrika. Ich finde, er ist total mild. Man braucht sehr, sehr wenig und schmeckt ganz, ganz toll. Und ich bin wirklich von den Tees von Ökotopia wirklich begeistert. Also sind so sparsam und ich finde so 3 Euro, glaube ich, 99 habe ich bezahlt. Völlig okay für einen Tee, der so eine gute Qualität hat. Und ich muss sagen, Fairtrade natürlich und Bio und schmeckt wirklich hervorragend. Probiert einfach mal die Tees von Ökotopia auch aus. Sie haben eine ganz, ganz riesen Palette bei uns im Bioladen und wirklich köstlich und wirklich sehr, sehr lecker. Ja, sehr, sehr lecker. Ich sage das immer sehr oft, aber ich finde, es ist wirklich sehr, sehr lecker und deswegen sage ich es natürlich auch. So, und als allerletztes möchte ich noch einen Blog anpreisen sozusagen, in den ich mich total verliebt habe und den ich wirklich täglich anklicke, obwohl ich echt nicht so viel Zeit habe, aber ich freue mich immer schon zu sehen, was sie denn Neues gepostet hat. Und zwar ist es der Blog Liebesbotschaft von der lieben Joanna. Ist ein ganz toller Blog, der geht halt über Lifestyle, würde ich sagen, über ihr Leben, über ihre Kids, über Fashion, was trägt sie, was tut sie, was fotografiert sie, über Rezepte, Deko-Ideen. Also diese Frau ist wirklich super kreativ und
ja, es macht einfach Spaß, ihr zuzuhören und einfach zu lesen. Sie hat verschiedene Themen. Schaut euch ihren Blog einfach mal an. Ich finde das jetzt auch schwierig zu erklären. Lifestyle-Blog, ja, laber, laber. Aber es ist wirklich sehr schön. Sie gibt auch irgendwie Einrichtungstipps und ja, über Klamotten, wo sie die herbekommt und was sie so trägt und was so gerade so in ihrem Leben so los ist. Ich finde, es ist eine gute Mischung aus persönlicher Blog und ja, so ein Blog, wo man gerne folgen mag. Also ich finde es wirklich toll. Ich tue ihren Blog einfach mal in die Infobox. Liebesbotschaft, klickt euch einmal rein. Wirklich toll. Ich liebe diesen Blog und vielleicht ist es ein guter Tipp fürs Wochenende zum Schmökern. Ja, jetzt bin ich am Ende. Das war's mit dem September-Favoriten. Wir sehen uns mit den nächsten Favoriten natürlich Ende Oktober wieder. Du möchtest noch weitere Tipps und Tricks? Gar kein Problem. Klick dich hier oben gleich weiter zur Playlist. Hier oben geht's zum Yoga. Falls dir kalt wird, kannst du dich gleich etwas warm grooven. Und ja, Rezepte dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der Magen muss gefüllt werden. Klick dich hier auf die Playlist zum Kochen. Ja, ich würde sagen, dran geblieben und das war's. Das war's. Naja, sagt man das so? Kann man machen, ne? Das war's. Okay, das war's.